Ja, moin Leute, ich befinde mich gerade hier in meiner Marihuana-Plantage mitten im Feld. Ich bin aus Köln unbeschadet zurückgekommen. Ich habe mir fest vorgenommen, dieses Mal einen Vlog zu drehen, einen Gamescom-Vlog. Die Kamera war jeden Tag dabei gewesen. Die Lust aber irgendwie nicht, ne? Also ich war sehr beschäftigt mit so diversen Sachen wie Quatschen und Trinken. Deswegen kam es halt dazu, dass ich an den 3-4 Tagen, wo ich da war, ganze 2 kurze Clips aufgenommen habe. Die seht ihr jetzt. Wir hatten einen fetten Stau gehabt auf der Autobahn, weil irgendein Dicker die ganze Autobahn komplett blockiert hat. Da habe ich mir gedacht, ich nehme den Dicken einfach mal mit. Hallo. Der fährt doch gerade, guck mal, ich kann freihändig Auto fahren. Ja, damit wäre der Vlog auch schon zu Ende. Ist natürlich ein bisschen schade. Jedenfalls, kleine Information zur aktuellen Lage. Denn in den letzten Tagen, Wochen, Monaten, Jahren hat sich einiges geändert auf YouTube. Ja, ich bin eines Morgens aufgewacht, habe in meinem Videomanager reingeguckt, dort wo alle Videos aufgelistet sind, und musste feststellen, dass so gut 100% meiner Chatroulette-Videos nicht mehr monetarisiert sind. Ihr werdet sehen, dass dieses Symbol, dieses gelbe Symbol hier, bedeutet eingeschränkt oder keine Werbeanzeigen. Und die sind eigentlich bei fast allen Videos hier vorhanden. Es gibt ein paar Ausnahmen. Folge 137 ist noch monetarisiert, die auch, aber ihr seht schon, der größte Teil ist einfach komplett gelb. Hier mal wieder eine Ausnahme. Hier sind 2 Ausnahmen. Oh, obwohl das ist kein richtiges Chatroulette-Video, da quatsche ich nur über irgendeinen Scheiß. Und es geht weiter. Also es gibt mehrere Seiten von, die sind alle zum Großteil nicht mehr werbefreundlich. Alles Chatroulette hier. Alles Chatroulette, alles gelb, 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 gelb. Ihr seht schon. Ja, das ist krass. Das neueste Chatroulette-Video, Folge 139, hat im gesamten Zeitraum ganze 50 Cent eingenommen. Ja, das ist schon, da kann man sich schon mal 2 Brötchen von kaufen, auf jeden Fall. Das Blöde an der Geschichte ist, dass jetzt nicht nur alle Chatroulette-Videos davon betroffen sind, sondern auch ein Großteil der Lost Places. Ja? Und das sind ja die Videos, wo ich die meiste Arbeit reinstecke, wo ich mein ganzes Herzblut reinstecke, wo ich die meiste Zeit reinstecke. Und es ist halt schade, das zu sehen, dass es so runtergemacht wird von YouTube. Ich glaube, ich weiß gar nicht, welcher Algorithmus da greift, welches Programm da greift. Jedenfalls reichen teilweise banale Wörter im Titel aus, in einer Beschreibung oder im Titel, die das gesamte Video nicht mehr werbefreundlich machen. Ja? Schreibst du Bunker in den Titel, das gesamte Video ist nicht werbefreundlich. Es ist scheißegal, was im Video vorkommt, es ist nicht mehr werbefreundlich. Also, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Die vergrauen sich momentan alle oder sehr, sehr viele Content Creator. Wenn jemand davon lebt und der hat keine Produktionssumme, die das die Produktion übernimmt und die Kosten und so deckt, dann sieht es sehr schlecht aus. Also viele sind am Überlegen, umzusteigen auf andere Plattformen. Ja. Andere hören komplett auf. Es ist halt echt gerade eine sehr schwierige Lage. Deswegen muss ich jetzt auch gucken, wie ich jetzt in den nächsten Monaten weitermache. Deswegen jetzt, weil ich jetzt wieder ein bisschen mehr Zeit habe, also das ist mehr Zeit, ich habe wirklich sehr viel Zeit jetzt für YouTube, werde ich ein paar alte Formate aufleben lassen, sowas wie YouTuber unter Messer, wo ich YouTuber in Photoshop bearbeite. Ich werde mehr Chatroulette bringen, auch wenn Chatroulette nicht mehr kein Geld mehr einfährt. Für die, die denken, dass man mit YouTube super viel Geld verdienen kann, das stimmt nicht bei allen. Ja? Auch wenn die Klicks da sind, nicht bei allen funktioniert es immer sehr stark abhängig vom Content, den man liefert, also von der Art des Videos. Und gerade Chatroulette ist halt komplett auf dieser schwarzen Liste. Ja? Wisst ihr, was echt schade ist? Dass der Sommer bald vorbei ist, ey. Also der Sommer. Viel davon war ja nicht zu sehen hier, zumindest in Berlin. Ich frage mich immer, was denken die Flüchtlinge, die gekommen sind? Denken die irgendwie, die haben sich verlaufen und sind jetzt irgendwie in Skandinavien? Weil das Wetter ist ja, also es war kein super repräsentativer Sommer gewesen. Ja. Ich bin jetzt übrigens wieder häufiger auf Twitch live vertreten. Ich werde dort live streamen, meistens immer erst sehr spät abends, bedingt durch meine Internetprobleme bei Kabel Deutschland. Ihr seid wunderbar. Die Lost Places gehen wie gewohnt weiter. Ich muss halt nun, mittlerweile ist, ich bin an einem Punkt angekommen, ich muss wirklich halt weiterfahren. Ich muss weiterfahren, muss gucken, wo lohnt sich das hinzugehen. Also hier in Brandenburg, hier wo ich auch gerade wieder bin. Ja. Ich bin ja eigentlich nur in Brandenburg unterwegs. Die guten Sachen habe ich abgeklappert. Da gibt es nicht mehr viel zu sehen. Deswegen muss ich gucken, wo es demnächst hingeht. Ja, das dazu. Ich bin übrigens gerade auch an der Mache von eigenen Patches. Also diese kleinen Klettdinger, die man sich an den Rucksack rankletten kann. Ich habe ja eins von Survival Marlin, ich habe eins von Fritz. Ich möchte mein eigenes haben. Hallo? Mein eigenes Patch. Ich bin halt nicht der krasseste Designer, aber... Ich bin gerade dabei, mein eigenes Patch zu entwickeln, ein bisschen zu gestalten. Ja, die Frage ist dann nur, wann es dann rauskommt. Ihr werdet auf jeden Fall davon mitbekommen, für die, die Lost Places gerne gucken und sich ein eigenes Patch von mir zulegen möchten, um das an einen Rucksack oder an eine Jacke ranzukletten, fände ich mega geil, denn davon auch Bilder zu bekommen von euch. Ja.
Übrigens wird es in den nächsten Tagen, ich glaube sogar nächste Woche kann das sein, ich glaube nächste Woche, auf dem Kanal von Love Anna, also Anna, die Freundin von Montana Black, wir haben auf der Gamescom ein Video zusammengedreht, das wird auf ihrem Kanal erscheinen, ich glaube nächstes Wochenende. Einfach mal vorbeigucken und ihr könnt sie auch gerne abonnieren. Ja, das war eigentlich aktuell so alles. Wie gesagt, YouTube, ich weiß nicht, was die da vorhaben, ich weiß nicht, was so deren Intentionen sind, was für Videos die sich erwünschen, erhoffen und wollen, weil ganz im Ernst, einerseits sind sie extrem, es ist schon fast Zensur, was sie betreiben aktuell, ja, die entmonetarisieren Videos und löschen sogar teilweise Videos, ganz harmlose Videos, wegen einem Wort im Titel, das reicht schon aus. Auf der anderen Seite gibt man ihnen Trends, sieht irgendwie Videos von wegen für 200 Euro die Fotze einer Alten anfassen, oh mein Gott. Und sowas geht steil und ich habe keine Ahnung, was, also das ist einfach so für mich absolut nicht logisch. Also absolut gar nicht logisch. Ja, keine Ahnung, was da los ist. Es werden halt ab und zu mal wieder ein paar Product Placements kommen, kleinere Sachen. Ich meine, ich kriege dafür keine Unmengen an Gelder, aber das reicht halt, um davon, sage ich mal, Miete, Auto und so ein Zeug zu bezahlen. Deswegen, ja. Und wenn ihr wollt, wie gesagt, auf Twitch bin ich sehr aktiv. Also was heißt sehr aktiv? Das ist ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt. Ich bin aktiv auf Twitch. Was ist los hier? Bleibt aktiv. Bis zum nächsten Lost Place wahrscheinlich. Alles klar, alles klar.